Ja, ich stelle euch heute das Projekt Ohmsche Röhre vor. Die Ohmsche Röhre ist das hier. Das kennt ihr vielleicht von der Ohm, wenn dieses Jahr auf der Ohm war. Aus unerfindlichen Gründen hat man mir zum Kongress das Teil mitgebracht und ich habe das ja auf der Mailliste schon mal angekündigt, dass ich das umbaue auf WLAN und auf andere Spielereien. Und das habe ich jetzt fertig gemacht. Es dauert ein bisschen zum Booten. Ja, da ist das Netzteil drin und ein bisschen anderes Zeug, das erkläre ich gleich. Das Problem, es hat noch keine Halterung. Es ist im Prinzip ein LED-Strip, der um eine Röhre gewickelt ist. Die LEDs sind einzeln ansteuerbar. Und ja, gucken wir uns einfach mal an, was das Ding so tut, wenn es denn bootet. Halt es doch hoch, dann sieht man es auch auf der Kamera. Ja, die ganze Zeit hochhalten ist ein bisschen blöd. Möchte sich jemand als Halter zur Verfügung stellen? Als Armleuchte. Gut, halte ich halt. Ja, ein bisschen was zur Technik. Da ist ein kleiner WLAN-AP drin. Der ist hier. Wenn ihr das Ding mal zur Veranstaltung mitnehmen wollt, zum Beispiel als Slash-Status-Anzeiger oder für irgendwas anderes, Netzwerkkabel abziehen, auf den WLAN-AP draufgehen, ins WLAN hängen und das Ganze wieder zurückfremden. Dann habt ihr das Device im Netz. Es spricht Artnet, dazu gibt es auch Libraries, die werde ich im Wiki verlinken. Das ist ein bisschen tricky, die IP rauszufinden. Man muss im Prinzip sein lokales Subnetz scannen und gucken, was da mit TP-Link rausfällt. Da gibt es dann zwei IPs. Einerseits die IP von dem WLAN-AP und andererseits die IP von dem Device, was den Strip ansteuert. Lass es doch automatisch eine Mail an die Mailingliste schicken. Was? Naja, automatisch, wenn es bootet, so ein Info-Config an info@raumzeitlabor, wenn es in den WLAN. Auf dem Mikrocontroller ist kein Platz mehr. Na gut. Ich habe da vermutlich schon jedes letzte Byte ausgenutzt. Sollte es eigentlich langsam mal booten. Ah, ja. Also das kommt jetzt gerade alles über das WLAN. Mir war es halt auch wichtig, dass wenn man auf eine Veranstaltung geht und die Slush-Maschine dabei hat, dass man das Ding auch ohne WLAN ansteuern kann. Deswegen gibt es diesen Kasten hier. Das ist der Manual-Mode. Und es gibt hier so verschiedene Tasten, man kann Farben wechseln. Oder die Modi wechseln. Kann man noch was in die Luft schreiben, wenn man es so schwenkt? Nee, aber das kannst du in Firmware implementieren. Ja. Gibt es auch noch den Fast Mode, damit man die Epileptiker versorgen kann. Ja. Ach ja, und es gibt eine Helligkeitsstörung, falls man da irgendwie. Ja, ich habe jetzt eine Aufgabe für euch. Denkt euch eine Halterung aus. Richtungsdruck, was? Genau. Nico hält die ganze Zeit. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Sollen wir das Ding nicht einfach an den Post dran kleben? Abdruck macht da sicher was. Ja, irgendwie sowas. Also die Idee war halt einfach, dass man das Ding halt auch für die Slush-Maschine verwendet. Das ist jetzt im Prinzip, Slush ist noch nicht fertig. Slush ist gleich fertig. Slush ist fertig. Wer da jetzt noch eigene Animationen drauf programmieren möchte, auf dem Admin ist nur noch ganz, ganz wenig Platz. Das heißt, alles weitere übers Netz dann ansteuern machen. Also gibt es auch diesen Button. Das ist jetzt, was übers Netz kommt und das ist der lokale Modus dann. Ja. Schreibe ich noch alles ins Wiki dazu. Sehr cool. Und dann wünsche ich uns allen viel Spaß auf der nächsten Veranstaltung. Was kosten denn die LED-Streifen, wenn man sie nochmal kauft? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mehr davon bauen. Das kommt drauf an, wo du sie kaufst. China. Ja, wenn du sie in China kaufst, sind sie recht günstig. Es gibt zum Beispiel etwas westlichere Distributoren, die Adafruit, die wollen für einen Streifen von einem Meter irgendwie $20. Ja, in China ungefähr $3 bis $4. Bei AliExpress zahlst du auch mindestens $20 bis $30, wenn die LEDs einzeln ansteuerbar sein sollen und RGB-LEDs sind. Ja. Okay. Meinst du noch ein, zwei mehr davon zu haben, wäre eigentlich ganz wichtig. Ja.
kann nie genug Konfetti. Ja, das würde ich nochmal nicht kaufen. Ein Schild um das Ding rum. Sieht man nicht, okay. Besser.